Hallo Internet. Hallo Paul, Na? du bist ja sehr, sehr interneterprobt. Du bist ja ein Profi quasi, Ist ne? es so? Ich weiß nicht, ich habe schon mal irgendwie mal so deinen Namen gegoogelt und bin dann auf mehrere Streams gekommen, wie du im Internet vorliest, aus deinen eigenen Büchern. Und das ver Verrückt. oder? Verrückt. Und Einen, glaube ich, habe ich gemacht in meinem Leben. das Verrückte ist ja, als wenn Paul quasi ein Weissager ist, ein Orakel, hat er ja drei Bücher geschrieben, namens Hauptsache nichts mit Menschen. Alleine ist man weniger zusammen. Bitte nehmen Sie meine Hand da weg. Genau so ist es, als hätte ich es geahnt, wa? Als hättest du diese Corona-Pandemie und diese ganzen Reglements schon im Vorfeld gewittert, erahnt und schriftstellerisch verarbeitet. Als hätte ich es gewusst, ja, Ja, das ist unglaublich. wirklich krass. Dann liest doch mal, was hast du denn heute mitgebracht? Ich würde direkt eine Geschichte aus dem neuen Buch vorlesen. Der Titel wurde schon genannt: Bitte nehmen Sie meine Hand da weg. Quasi sehr passend für die Quarantänezeit. Aber sag mal, Paul, dein allerneuestes Werk ist doch ein Hörbuch, oder? Genau, ich habe ein kleines Best-of-Hörbuch gemacht. Das sind zwei CDs mit den besten Texten aus den letzten drei Büchern. Feine Auslese heißt Ah das. ja, okay. Gibt es beim Indie-Label Woland und Quist zu kaufen. Sehr schöner Titel. Bühne frei für Paul Geil, dann Bukowski. lege ich los. Und der folgende Text trägt den Titel Genpool. Ich glaube, es gibt drei gute Gründe, warum ich so gerne Game of Thrones angeschaut habe. Erstens wollte ich insgeheim schon mal langes blondes Haar. Zweitens stehe ich Geschwisterliebe nicht grundlegend ablehnend gegenüber. Und drittens wollte ich seit ewigen Zeiten einen fliegenden Drachen, um tosendes Feuer auf meine Feinde zu speien. Nun könnte man kritisch anmerken, wer hat denn heutzutage überhaupt noch Feinde? Feinde sind doch total 15. Jahrhundert. Die hat man einfach nicht mehr, wie die Krätze oder Keuschheitsgürtel oder ein MySpace-Profil. Aber Feinde? Ich habe doch keine Feinde. Schon gar keine Erzfeinde, potenzielle Erzfeinde, vielleicht, aber Horst Seehofer hat doch keine Ahnung, dass ich überhaupt existiere. Der Einzige, der einem Erzfeind am nächsten käme, das wäre Mike Schindler aus der 5. Klasse, der mich in Ethik immer mit einem angespitzten Bleistift gepiesackt und meinen Schulranzen erst auf das Dach der Turnhalle und dann ein halbes Jahr später in den Rhein geworfen hat. Ist jetzt kein Erzfeind im klassischen Sinne, ergo wäre es schon ein bisschen unverhältnismäßig, 20 Jahre später auf einem Drachen nach Mainz-Bretzenheim zu reiten und dem Mike Schindler völlig überraschend sein Reihenhaus und seine Kleinfamilie abzufackeln. Befriedigend, aber unverhältnismäßig. Außerdem allein die Lebenshaltungskosten für so einen Drachen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ein fliegendes und feuerspuckendes Reptil einen besonders kostengünstigen Stoffwechsel besitzt. Und die Dinger kacken doch. Ich habe eine Zweiraumwohnung im Wedding mit Duschbad ohne Fenster. Wo soll denn da ein Drache hinmachen? Am Ende frisst er uns in dem Hof die Biotonne weg vor lauter Mangelernährung und kriegt zu guter Letzt noch einen Darmvorschluss und eine Blinddarmentzündung und findet mal Mittwochnacht im Wedding einen Veterinärmediziner, der ein 90 Meter langes Fabelwesen operiert, ambulant wegen einer Biotonne. Nun, ich verstehe natürlich, dass die Sehnsucht nach einer mittelalterlichen Massenvernichtungswaffe nichts anderes ist als der Wunsch nach politischer Macht- und Einflussnahme. Ein Drache als Teil der theoretischen Gewaltenteilung, Exekutive, Legislative, Judikative und Dracaris. Aber ganz ehrlich, Menschen wie ich sollten keine politische Macht besitzen, schon gar nicht, wenn sie zwei Beine, zwei Flügel und chronisches Sodbrennen hat. Versteht mich nicht falsch. Ich bin nicht gefährlich oder bekloppt oder genozidal veranlagt. Ich bin im Grunde ein netter und umgänglicher Kerl, der zwar sehr gerne blutige Mittelalterserien anschaut, aber ansonsten Konzepte wie Nationalismus, Rassismus, Sexismus und vor allem auch Antisemitismus ganz entschieden ablehnt. Aber bedeutet das auch gleich, dass ich noch nie eine schlaflose Nacht damit verbracht habe, eine Liste von, sagen wir, sieben Personengruppen anzulegen? Die ich bei erstbester Gelegenheit gegen den nächsten Drachen stellen würde? Nein, natürlich nicht. Eins. Leute, die in Berlin oder München oder Frankfurt oder irgendeiner anderen Großstadt nach einem öffentlichen Verkehrsmittel rennen. Morgens, an einem ganz normalen Werktag. Ich weiß, es ist kurz nach 7, ich weiß, du bist spät dran, weil dich die zweite Tasse Senseo-Kaffee ein kleines bisschen länger an die Kloschüssel gekettert hat als sonst. Ich weiß, du bist noch in der Probezeit und ich weiß, du wurdest in Neumünster sozialisiert oder Olpe oder Zwickau, wo es keine öffentlichen Verkehrsmittel gibt. Wenn man nach einer Woche Großstadt noch immer nach einer U-Bahn hechtet, die alle 4 Minuten kommt, tut mir leid, aber raus aus unserem Genpool. Zwei. Leute,
die sich nach nur 20 Sekunden Rolltreppe so sehr in eine Bewegung ganz ohne körperliche Anstrengung gewöhnt haben, dass sie am Ende jeder Rolltreppe erst einmal verdutzt und desorientiert stehen bleiben müssen. Vor allem auch Touristen oder Rentnergruppen auch am Hauptbahnhof, wenn gerade die allerletzte S-Bahn einfährt und ihnen 20 ähnlich desorientierte Leute von hinten in den Rücken geschoben werden. Auch dann, tut mir leid, aber raus aus unserem Genpool. 3. Leute, die zielstrebig und selbstsicher in den nächstbesten DM Rossmann oder Müller marschieren und ohne lange nachzudenken nach der richtigen Größe Müllbeutel greifen. Die nicht, wie normale Menschen, 3 Minuten lang vor dem Regal herumtänzeln und darüber nachdenken, wie viel eigentlich 25 Liter sind. Die nicht versuchen, das Volumen ihres Mülleimers ganz einfach dadurch zu berechnen, dass sie das blöde Ding vor ihrem inneren Auge mit 1 Liter Flaschen Cola aufgießen, sondern ganz genau wissen, ja, 40 Liter, das sind meine, tut mir leid, aber raus aus unserem Genpool. 4. Leute mit Fjällräven-Rucksack und einem Stoffbeutel der Brunnenapotheke Kreichtal, die bei der Bio-Company 2 Pastinaken und 1 Bio-Zischrhabarber mit der Kreditkarte bezahlen und allen Ernstes nach Payback-Punkten fragen, tut mir leid, aber raus aus unserem Genpool. 5. Menschen, die man beim Fahrradfahren überholt, weil sie langsamer fahren als man selbst, die sich dann aber an der nächsten Ampel wieder vor einen stellen, woraufhin man sie abermals überholen muss. Die dann auch an der 3. oder 4. Ampel wieder ganz plötzlich vor einem stehen, sodass man sie auch ein 3. oder 4. Mal überholen muss, schon aus reiner Wut heraus, auch wenn ständig ausladende Laster an einem vorbeirauschen und der Außenspiegel eines Busses einem fast die Rübe von den Schultern rammt, tut mir leid, aber raus aus unserem Genpool. 6. Leute, die vom Explosionsartigen aufsprudeln, einer versehentlich geschüttelten Wasserflasche so überrascht sind, so unglaublich überrascht, dass sie erst einmal in eine tiefe Schockstarre verfallen, anstatt die Flasche einfach wieder zuzudrehen. Leute, denen das immer und immer wieder passiert, deren Reaktionszeit so miserabel ist, dass mir keine postapokalyptische Welt in den Sinn kommt, in der solche Leute zu irgendetwas zu gebrauchen sind, tut mir leid, aber raus aus unserem Genpool. 7. Menschen, die ihre Flaschen im Supermarkt quer auf das Kassenband legen, deren Flaschen vor- und zurückkullern, die versuchen, die physikalische Wirkung durch eine Zucchini oder eine Tüte Haribo einzudämmen, durch 2 Warentrenner oder ganz, ganz clever durch andere Flaschen ganz dicht an die Flasche gelegt. Leute, die nach Jahren und Jahrzehnten nie auf den Gedanken gekommen sind, sich mal in Ruhe anzuschauen wie die anderen Leute, diese Herausforderung des Alltags zu regeln. Dass es hilft, die Flaschen einfach um 90 Grad zu drehen und dass es völlig unnötig ist, die kullernde Flasche vom Anfang des Kassenbands bis zur Kassiererin festzuhalten, tut mir leid, aber raus aus unserem Genpool. Ganz persönlich erfülle ich übrigens 7 dieser 7 Kriterien und natürlich würde ich jederzeit mit sehr gutem Beispiel vorangehen. In diesem Sinne, Dracaris. Vielen Dank. Applaus, jetzt müsste der Applaus eingespielt werden. Ich würde jetzt applaudieren. Ich habe auch schon gelacht zwischendurch. Ich finde es sehr witzig. Wie ist es, ohne Publikum zu lesen? Ein bisschen komisch, oder? Ein bisschen merkwürdig ist es tatsächlich, ja, weil man ja schon als Vorleser bei den Lesebühnen in Berlin immer sehr auf die Rückmeldung des Publikums hofft, ja, auf das Gelächter. Ja. Aber mit der S-Bahn im Hintergrund war auch ein ganz schönes Rauschen. Ja, die kam ja dann extra vorbei. Das war, glaube ich, positives Feedback, oder? Ja,